Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dishonored, der Maske des Zorns. Wir müssen immer noch Sokolov entführen. Ich habe ihn bewusstlos gemacht. So, jetzt muss ich nur noch einen guten Weg finden, wie ich hier ganz, ganz fix unter die Brücke komme. Das letzte Mal wollte ich hier rüberspringen. Das war aber ein bisschen zu weit für einen guten Sokolov. Ich kann nicht mehr laufen, das ist das Problem im Moment. Meine Knie befinden sich jetzt in den Schultern. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt schon näher unten, wo ich sein will. Samuel, da vorne. Dass das kein auffällt, dass ich da jemanden rumtrage. Da ist auf jeden Fall die Wache. Ha? Hab was gehört. Schleich noch mein schön Anzeiger. Weiter. Aha. Ah, sie haben mich entdeckt. Jetzt hab ich dich. Na toll, ich kann diesen Fettwanz hier rumschleppen, oder? Samuel, ich komme. Ruft, wenn ihr ihn seht. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Schnell. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Aufpassen! Ja, bringen wir Sokolov hier weg. Das war jetzt blöd am Schluss. Aber mein Chaos-Fakt ist immer niedrig, von dem er zwei Bewusstlose entdeckt, ein Alarm ausgelöst, zwei Zivilisten getötet, 20 Gegner getötet, Sonderaktionen den Tresor aufgeschraubt. 5 Runen, ein Knochenfragment geben wir ab. Und ein Gemälde habe ich nicht gefunden und haufenweise Geld. Ah, okay. Nicht so wichtig, wir machen einfach weiter. Ist ja nicht so wichtig. Ich mach's ja nicht wegen des Geldes wegen. So, Sokolov wird sich freuen. Oh, das sabbert. Sieht ein bisschen aus wie Samuel. Nur mit längerem Bart. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen. All das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Ah, man gewöhnt sich dran. Ah, da wartet schon der... Oder die beiden, besser gesagt. Ich erfülle immer meine Missionen. Gut gemacht, Corvo, gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Das klingt gut. Ich ruhe mich mal aus, weil die nächste Mission kommt bestimmt. Neues Ziel, Verhör. Das klingt doch interessant. Corvo, aufwachen. Oh, Emily. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. So ist es richtig. Emily, geh wieder auf den Zimmer. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Du kannst gerne hier bleiben, wenn du willst. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Also Fräulein Callista ist in der Badewanne. Das bringt mich auf eine Idee. Wo kommt denn die Münze her? Daddy. Emilys Zeichnung von Corvo. Hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe, ohne deine gruselige Maske. Ja, die Augen sind ein bisschen schief. Aber sonst ganz gut eigentlich. Leere Flasche. Emily, säufst du heimlich? Schüttet sich zu, wenn ich schlafe. Hundertprozentig. Ich soll zu Sokolov gehen. Was machst du denn da, Emily? Was liest du denn da? Herr der Ringe? Schade, dass man es nicht lesen kann. Aber Fräulein Callista ist in der Badewanne. Suchen wir doch mal diese Badewanne. Nachdem ich weiß, dass Emily da drüben wohnt.
Kann es ja nicht. Ach, die haben ja gar kein Bad, ne? Ist natürlich blöd, wenn die kein Bad haben. Dann kann ich dann natürlich auch nicht spannen. Noch ein Bild. Moment, so rum. Waloil kommt von hier. Das glaube ich hatten wir schon mal. Halt bitte. Wo ist denn jetzt diese Badewanne mit der nackten Person da drinnen? Ich will das wissen. Emily, du bleibst schön hier. Daddy geht nur ein paar Meter weg. Das ist Lydia. Na, Mr. Sokolov hat sich wohl erholt. Er hat gut geschlafen und besitzt einen gesunden Appetit. Wichtige Frage, wo ist die Badewanne? Hey, ich rede mit dir. Wo ist die Badewanne? Warum sagt mir das keiner? Hier vielleicht irgendwo? Ich will doch nur diese Frau sehen. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Wenn Sie sich beim Baden ansehen, kümmert mich nicht. Sie sollten ja lieber niemanden hinterher spüren, Impero. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst. Ah, das ist das Bad. Weißt du was? Bürger von Dunwall, beachten, Bedrohung evakuiert. Oh yeah. Ich hab doch gesagt, ich geh zum Bad. Ja, man sieht nicht viel. Tja, da bin ich nicht der einzige Spanner hier. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Nach so vielen Tagen harter Arbeit. Ich meine, das ist das einzige kleine. Oder die einzige kleine Freude, die ich noch habe. Na, Martin? Der Oberaufseher sollte wohl der frommste Mann im Kaiserreich sein. Ganz in Übereinstimmung mit den 7 Geboten. Er sollte die Menschen und den Orden zu spiritueller Gesundheit anleiten. Campbell war ein Heuchler. Hätte er nicht all diese Druckmittel zusammengesammelt, dann wäre er niemals so weit nach oben gekommen. Tja, es sind immer die falschen Leute ganz oben. Moment, ich gehe in die falsche Richtung. So, da muss ich rein. Ah, ja, schon wieder. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Pendleton. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Was zum Teufel? So schön bist du auch nicht, dass ich von dir ein Porträt bräuchte. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ha, ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion... oder der Lord Regent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lord Regenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres... Wie lange, bevor Sie reden? Bis Sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lord Regenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lord Regenten über die Stadt. Und wir wollen Ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral. Ich kann Ihnen nicht helfen. Das ist die falsche Antwort. Darf ich ihn quälen, bitte? Es ist Zeit, ihn zu befragen. Wenn Sie soweit sind, Corvo.
Da ist ein Ventil. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie. Meine Willenskraft ist legendär. Ja, das werden wir sehen. Ha, vielleicht finde ich ein Bestrafungsmittel für Sie, Sokolov. Eine merkwürdige Strategie. Mit der ich einverstanden. Moment, Moment. Was haben wir denn hier? Was macht das? Ich könnte einen Drink vertragen. Ach, da geht unten die Luke auf. Moment, was können wir denn noch so hier machen? Ich könnte ihn jetzt an die Ratten verfüttern, aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Wenn Ratten ein Kleinkind schon in einer halben Minute abfieseln können, das ist schon ziemlich krass. Aber ich will ihn ja nicht töten, ich will ihn ja nur irgendwie zum Reden bringen. Aber wie mache ich das denn? Hier findet man keinen billigen Fusel, sondern edle Tropfen. Ah, das ist verschlossen, also reinkomme ich nicht. Ich hatte einen Flachmann in meinem Studio. Hätte ich gewusst, dass ich gehen würde, hätte ich ihn mitgenommen. Ja, dann machen wir das mit den Ratten, würde ich sagen. Tut mir leid, Sokolov. Nein, keine Ratten. Stopp, aufhören. Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Ach, jetzt doch. Ich bin verpflichtet, Dunmore als größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe ihre Rückenansicht gemalt und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Beul es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja, sie werden sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihm günstige Winde... Schön, dass du unseren Plan vor Sokolov verrätst, falls er mal ausbrechen sollte. Das ist super. Rede mit Pyrrha und Kaffee. So... Tja, Sokolov, es tut mir leid. Ich schwöre, ich habe ihr Gesicht nie gesehen. Aber ich bürge dafür, dass ihr Rücken der feinste der ganzen Stadt ist. Vielleicht des ganzen Kaiserreichs. Was interessiert mich ihr Rücken? Ah, er schon wieder. Wie ich höre, sind sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ja, sauf permanent. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und... er sucht wohl nach mir. Ein Mann in einer Wolfsmaske. Die Frage ist, was steht in dieser Notiz? Kann ich die irgendwie lesen? Eine Notiz für Lord Shaun von Lord Pendleton. Die Notiz ist versiegelt. Ja, mach sie halt auf. Warum machst du das nicht auf? Vitalität brauche ich noch eine Rune. Knochenartefakte. Wasser des Lebens. Wenn du aus Brunnen trinkst, dann wird sich ein kleiner Teil der Gesundheit. Nee, unwichtig. So, ich würde mal sagen, wir gucken nochmal zu Pyrrha, ob der noch irgendwelche Upgrades für uns hat. Waren Sie mal in der Seeschlacht? Aber natürlich. Ist die weiß. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Erzähl ja keinen Mist, ich sag's dir. Na, du kleiner Perverser, wie sieht's aus? Sie benötigen meine einzigartigen Dienste? Wir können rasch in mein Geschäft zurückkehren.
Wir sind in deinem Geschäft. Da gibt's keinen Sinn. Ah, oh, ich kann es sogar Runen kaufen, aber das ist ziemlich teuer. Verbesserungen, was haben wir denn da? Coolkapazität, Artefaktkapazität. 450, ja, machen wir. Kugeln und Granaten sind für mich sinnfrei. Armbrusthalter oder Nachlader, besser gesagt. Automatisches Nachladen. Oder Präzision. Armbrustreichweite. Reichweite ist vielleicht ganz intelligent und Präzision auch. So, dann habe ich kein Geld mehr. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen in die nächste Mission auf den guten alten Maskenball. Allerdings erst in der nächsten Folge von Dishonored, der Maske des Zorns. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt der Folge einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage wie immer, stay tuned and so long.